Nachdem wir fast 40 Euro für die Bergbahn in Kitzbühel ausgegeben haben, müssten wir für die nächsten 10 Bahnen, die wir besuchen wollen, nochmals fast 400 Euro berappen. Das ist uns schlichtweg zu teuer. Die Lösung ist die Sommercard. Für 116 Euro können wir 6 Tage lang mit allen Bergbahnen der Kitzbüheler Alpen fahren. Und das sind 29. Nun ja, einige sind noch geschlossen, aber alle Bahnen wären sowieso nicht zu schaffen. Die erste Bahn führt uns auf die Buchsteinwand. Imposant ragt das sich noch im Bau befindliche Jakobskreuz auf dem Gipfel auf. Wir genießen die Fahrt mit dem Sessellift. Alle anderen geöffneten Bahnen sind geschlossene Gondelbahnen. Das Schild weist uns einen schönen Weg rund um den Berg. In der Wildschönau gibt es 2 Bergbahnen. Wir nehmen als erstes die Schatzbergbahn bei Auffach. Die Fahrzeit beträgt 15 Minuten. An der Mittelstation können wir sitzen bleiben. Die Bahn wird einfach hindurchgeführt. Die gesamte Länge beträgt fast 4000 Meter. Auf knapp 1800 Metern Höhe genießen wir eine grandiose Rundumsicht. Ja.
Die vielen Bergbahnstationen lassen erahnen, was hier im Winter los ist. Unweit von Aufach liegt Niederau mit der Markbach-Jochbahn. Sie führt uns nach einem Höhenunterschied von 630 Metern auf die 1465 Meter hoch gelegene Bergstation. Außer einigen Paraglidern, einer Kapelle und dem Gipfelkreuz gibt es hier keine Höhepunkte. Wenn dieses Schild nicht wäre, wir hätten das Markbach-Joch wohl nicht gefunden. Noch ein Eintrag ins Gipfelbuch und wir genießen auch hier die schöne Aussicht. Das Wetter ist anhaltend schön und die Temperaturen übersteigen häufig die 30-Grad-Marke. So suchen wir uns zunächst die Bergbahnen aus, die möglichst hoch hinauffahren, wie die Salvenbahn in Hopfgarten. Sie führt auf die 1828 Meter hohe Salve. Die aus zwei Teilstrecken bestehende Bahn schafft die 1200 Meter Höhenunterschied in 20 Minuten. Ein bisschen wehmütig denken wir an die Zeiten des Sessellifts. Der brauchte damals fast eine Stunde.
Oben angekommen erwartet uns nicht nur der Anblick auf das Salvenkirchlein, sondern auch ein Ausblick auf 70 Dreitausender. Wahrlich imposant. Wir fahren mit der Gondelbahn Söll hinunter zum Hexenwasser. Hier hat man einen riesigen Lern- und Spielplatz gebaut. Angesichts der Wärme und des schattenlosen Geländes hält es uns allerdings hier nicht lange. Vorbei am Hexenkessel nehmen wir die Bahn hinunter nach Söll. Der Wegweiser führt uns zur Stammfangerkapelle, eine Wallfahrtskirche aus dem Jahre 1660. Noch ein Blick auf die schöne Wallfahrtskirche und wir sind am späten Nachmittag zurück in Hopfgarten. Die Alpenrosenbahn führt uns auf die 1770 Meter hoch gelegene Choralpe.
Süden angekommen, entscheiden wir uns für den Panoramasteig. Der sieht vielversprechender aus als die langweilige Fahrstraße. Der Weg führt durch den Entdeckerpark. Uns werden Natur und Tierwelt näher gebracht. Der ausgediente Sessellift tut hier gute Dienste. Eine tolle Idee. Dortmund lässt grüßen. Auf der Filzalm geht's unheimlich zu. Ein Riese versteckt sich im See und kommt manchmal zum Vorschein. Die Bahn führt von Brixen hinauf auf den 1300 Meter hoch gelegenen Hochbrix. Die mit Werbung zugeklebte Gondel ist ziemlich undurchsichtig. Angesichts der Hitze und in der Hoffnung auf schattige Wege entscheiden wir uns für die waldrunde Brantelalm.
werden aber nach wenigen Metern durch einen Schilderwald etwas verwirrt. Auf dem Rückweg passiert es. Der Riese, angetrieben durch kräftiges in die Pedale treten, erhebt sich aus dem Wasser. Ein besonderes Erlebnis ist die Hahnenkampbahn bei Kitzbühel. Schon der Eingang ist imposant. Wichtig für uns sind bei 34 Grad im Schatten natürlich die beheizbaren Sitze. Atemberaubend ist die gut 2400 Meter lange Strecke. So mancher Pfeiler ist schier unendlich hoch. Wir haben 878 Meter Höhenunterschied überwunden und sind auf dem gut 1700 Meter hohen Hahnenkamm angekommen. Das ist doch praktisch. Ein Laufband führt uns auf den höchsten Punkt des Hahnenkamms. Da fragt man sich doch, warum das nicht schon überall auf den Wanderwegen eingeführt wurde. Oh, kein Laufband, wir müssen zu Fuß gehen. Doch die schönen Aussichten entschädigen uns für das Fehlen.
Hier also ist die Streif, eine der schwierigsten und gefährlichsten Skirennpisten der Welt. Schon beim Hinunterschauen bekommen wir ein komisches Gefühl in der Magengegend. Noch ein Blick durch dieses bemerkenswerte Panoramafernrohr und wir treten die Rückfahrt an. Etwas ungewöhnlich ist die Bergbahn Fieberbrunn. 5 Gondeln sind aneinandergereiht und führen bis zur Mittelstation. Von dort aus geht es mit einem Vierergespann weiter bis zum Gipfel. Oben angekommen, bietet sich ein schöner Anblick des Kaisergebirges und der restlichen Bergwelt. Die Wandermöglichkeiten sind hier für uns doch sehr beschränkt. So machen wir uns auf den Rückweg. Die Gültigkeit unserer Sommercard ist abgelaufen und ein tolles Bergerlebnis geht zu Ende.